Hallo Leute, hier ist wieder euer André. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge, wie ich Flaschen mit euch leeren möchte. Welche Flasche möchte ich euch empfehlen? Heute haben wir hier, ja, ihr hättet vielleicht gar nicht erst erkannt, ich habe etliche hier rumstehen, die demnächst vielleicht noch kommen, aber es geht heute um den, ach, das Licht blendet ganz schön, Glentoret Sherry Cask. Ja, und wie ich es eben schon erwähnt habe, möchte ich die Flasche mit euch leeren. Dieser Whisky ist gar nicht großartig bekannt. Jedenfalls die Verkaufszahlen sind nicht so besonders hoch. In den meisten oder in vielen Online-Shops ist er gar nicht zu finden. Dabei ist es echt eine Empfehlung. Und ich habe nur jetzt gemerkt, da seht ihr die letzten 4 cl mit euch heute. Dass es dazu kaum Videos gibt, Empfehlungen gibt. Deswegen wollte ich den mal erwähnen. Und ich habe auch gemerkt, ich müsste den mal selbst im Tasting mitnehmen. Denn das ist so ein guter Whisky, wir mögen den. Wir schenken den jetzt auch auf der Messe wieder aus. Aber selbst im Tasting hat man ihn noch nicht bisher gehabt. Aber tja, wie gut das er ist, möchte ich euch jetzt noch erzählen. Ja, die Destillerie Glentoret liegt in den Highlands in Perthshire. Ach, jetzt weiß ich nicht. Irgendwie Zentralschottland. Am Tal des Flusses Toret, natürlich, klar. Denn Glentoret, ihr wisst ja, Glen heißt immer das Tal. Tal des Toret. Ja, was gibt es zu dieser Destille noch zu sagen? Eine sehr berühmte Destillerie, denn dieser Glentoret ist der Leading Malt, also Hauptbestandteil des sehr weit verbreiteten Blends The Famous Grouse. Und dieser Blend wird natürlich vorwiegend dort beworben. Es wird nur am Rande eigentlich immer diese Glentoret Distillerie erwähnt, denn es ist eine relativ kleine. Sie produzieren im Jahr, glaube ich, nur 350.000 Liter und das ist wirklich wenig, also man müsste schon an die Millionen kommen, um Schlagzahl zu haben, und davon geht noch der größte Anteil in den Blend. Also wie gesagt, da bleibt nicht viel für Single Malts übrig, aber die paar Single Malts, die sie haben, also 3 Stück. Das ist einmal dieser hier, der Sherry, gut, das ist Batch 1, der wurde abgefüllt für einen Whisky Shop, ach, jetzt habe ich wieder nicht gemerkt, wie der heißt. Vielleicht fällt mir es zwischendrin noch ein. Whisky Exchange könnte sein. Dann gibt es davon noch einen Triple Wood, also in 3 verschiedenen Fassarten gelagert, der ja nur im Sherry-Fass. Und noch einen Peated, das heißt einen getorften, einen rauchigen Whisky. Ins Herz geschlossen hat sich auf alle Fälle dieser hier bei mir. Obwohl, nee, kann man nicht sagen. Alle 3 sind gut. Aber diese Abfüllung ist halt was Besonderes. Für Einsteiger gut geeignet. Und das habe ich jetzt sofort wieder in der Nase. Was uns damals aufgefallen ist, wenn jemand Vollmilchschokolade mag, das ist genau der Whisky, der dazu passt. Die Distillerie wurde gegründet 1775. Natürlich, wie so oft in Schottland, die Ursprünge liegen viel weiter zurück, denn die Schwarzbrennerei hat dort begonnen 1717 oder so, irgendwie, keine Ahnung. Man will sich ja beim Schwarzbrennen nicht auf irgendeine Jahreszahl festlegen, ganz klar. Aber die Distillerie wirbt am Gebäude Schottlands älteste Destillerie. Und Gründungsdatum dieser offiziellen Destillerie ist 1775. Warum steht denn das nicht drauf? Naja, egal. 1775 und wirklich damit eine der ältesten, wenn nicht gerade die älteste. Wie gesagt, irgendeiner findet bestimmt irgendwo noch einen Stein, der von nochmal 3 Jahre älter ist, und dann ist die wieder die älteste Destillerie. Ist halt so in Schottland, ne? Aber offiziell heißt die älteste Destillerie. Gehört aktuell oder seit 1999 zur Edrington Group. Edrington Group hat
großartige bekannte Malls wie zum Beispiel den McKellen, Highland Park, Temdew, ob es jetzt mittlerweile noch so ist, weiß ich gar nicht, und noch ein paar andere, ach, die fallen mir jetzt gar nicht ein, geht ja heute auch um Glentoret, ganz klar. Ja, die Distillerie bietet Führungen an, aber da wird hauptsächlich Wert gelegt auf die Geschichte oder auf die Sache mit Famous Grows, auf dem Blend. Ich war leider noch gar nicht dort, immer zu dran vorbeigefahren, nee, drumherum, weil ich habe ja immer andere Touren gemacht. Für dieses Jahr, also 2018, habe ich nämlich mal vorgenommen. Und mal schauen, ob das auch klappt. Ja, berühmt wurde die Distillerie, oder eine berühmte Anekdote gibt es aus dieser Distillerie. Die hatten mal eine Katze oder einen Kater, der hieß Tauser, wenn ich es richtig gelesen habe, oder Mauser, jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, ich habe leider keine Karteikarte dazu geschrieben, aber ich glaube, der hieß Tauser, und zwar hat der Destilleriemeister Brennmeister immer aufgeschrieben, wie viele Mäuse der gefangen hat, und diese Hauskatze, dieser Kater, hat es also ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, denn er hat in seinen 24 Jahren, als er Hauskatze dieser Destillerie war, 28.899 Mäuse gefangen. Gestorben ist diese Katze 1997, und weil es so eine schöne Geschichte ist und man es gut vermarkten kann, wurde also diesem Kader auch eine Statue gewidmet oder ein Denkmal gesetzt in dieser Distillerie. Das wurde 1991 eingeweiht. Ja, das nochmal so am Rande. Und jetzt widmen wir uns endlich mal dem Whisky. Ich muss mich immer ein bisschen beeilen bei meinen Videos. Ich labere mir zu viel vorneweg, gell? Aber, Slange, Freunde. Wie gesagt, wenn du einmal dieser Meinung bist, dass du hier Vollmilchschokolade hast, merkst du es sofort schon in der Nase. Du hast also wirklich diese Sherry-Fruchtaromen, die aus dem Fass herkommen. Wunderschön, schöne Frische auch noch mit dazu. Vielleicht leicht malzig noch, aber ich habe auch immer das Gras hier noch mit drin. Ein bisschen wie Wald, so schöne grüne, frischer Frühlingswald nach dem Regen. Herrlich, herrlich. Also. Also Leute, das ist was für Einsteiger auf alle Fälle. Also wer noch nicht viel Erfahrung hat mit Whisky, kann den ruhig gerne mal probieren, denn der ist süß, der ist mild, der brennt überhaupt nichts. Ich denke mal, wenn du den verkehrten Freunden gibst, nicht den verkehrten, sondern trinkfesten Freunden gibst, dann ist die Flasche aber mal schnell leer, ne? Weil mit der kannst du schön feiern. Also da ist jetzt... Es ist nicht zu komplex, es überfordert also niemanden. Wie gesagt, ich habe immer diese schönen Vollmilcharomen hier im Geschmack. Weich. Leicht cremig. Wunderbar. Da kommt ganz leicht vielleicht ein bisschen Würze vom Holz, aber... Der Whisky ist ja leider ohne Altersangabe, nur dass er eben in Sherryfässern gelagert ist und das ausschließlich. Vermutlich natürlich auch nicht nur First Fill, sondern Second oder Third Fill sogar. Ist egal, das Ergebnis ist wunderbar. Ohne Altersangabe, kostet so circa 45, 49 Euro. Also 50 Euro, ne? Und... Dafür, dass es ohne Altersangabe ist, ist es natürlich schon nicht ganz billig. Aber ich muss sagen, da nimmt es auch mit anderen auf, die in derselben Preiskategorie
liegen. Wie gesagt, schöner wäre es halt, wenn da wenigstens 10 Jahre oder was draufstehen würde. Denn bevor es diese neue Serie gab, mit den drei Malls, gab es nur einen 10-Jährigen. Und wäre schön, wenn man gesagt hätte, okay, der ist der 10-Jährige, wie gesagt, in Sherryfässern gelagert oder vielleicht 5 Jahre in Bourbonfässern und dann nochmal 5 Jahre in Sherryfässern. Egal wie, ich weiß es nicht. Aber sowas würde sich natürlich noch viel besser machen. Aber ich sage euch echt, also für Einsteiger wunderbar geeignet. Nicht zu vielschichtig, ganz klar. Schön leicht. Lädt aber immer wieder dazu ein, mal einen kleinen Schluck zu nehmen. Ganz angenehm. Ich kann ihn euch wärmstens ans Herz legen. Oder geht mal auf irgendwelche Messen, probiert einfach mal was. Wie gesagt, ich habe wieder das Glas hier von der Tarona. Die findet jedes Jahr im Frühjahr in Erfurt statt. Wir schenken natürlich da auch jetzt den Glentoran aus. Alle drei Varianten. Kommt vorbei, probiert ihn einfach mal. Und lasst euch vielleicht vom leichten Geschmack, von dem angenehmen, süffigen Whisky überzeugen. Slange, bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.